So, liebe Internetgemeinde, ich habe gerade einen Livestream aufgenommen und bin noch in Stimmung, einen zweiten aufzunehmen. Und zwar möchte ich jetzt noch ein paar Lektüren erwähnen, die ich ganz interessant fand in der letzten Zeit. Und dann zum Schluss einen Text vorlesen, den ich überraschend interessant fand, nämlich von Heinrich Böll. Also dazu noch gleich. Im letzten Livestream hat der Herr von Dodenstein einen Begriff gebracht, den ich gar nicht kannte, Trickle-Down-Theorie. Dafür gibt es im Deutschen den Begriff gesunkenes Kulturgut. Das möchte ich nur noch mal hier erwähnen. Das heißt, also ist schon lange in der Forschung bekannt, es kommt aus der Sachgüterforschung, die sich vor allem in der frühen Neuzeit und im Mittelalter mit den Sachgütern beschäftigen. Da hat es, ich glaube, an der Universität Münster, jedenfalls irgendwo in Niedersachsen, gibt es da ganz tolle Forschungen, schon in den früheren Jahrzehnten. Das heißt zum Beispiel, wenn man heute aufs Dorf geht in Brandenburg, dann sieht man dort überall Bauernhäuser, die eigentlich ursprünglich mal gar nicht als Bauernhäuser konzipiert waren, sondern diese Architektur stammt aus der Stadt. Das ist also die Architektur, ne, mit diesen Stuckverzierungen, die eigentlich so aus Potsdam, das waren Bürgerhäuser, die haben das als erste benutzt. Und dann waren aber die brandenburgischen Bauern so wohlhabend, dass sie sich auch alle solche Häuser leisten konnten. Oder ja, jedenfalls haben sie dann alle in den 1880er Jahren während der Gründerzeit sich solche Häuser gebaut. Und das Gleiche kann man auch von den Fachwerkhäusern sagen, die man so im Hessen oder Mittelgebirge findet, in Süddeutschland. Das sind auch ursprünglich Häuser gewesen, wie sie in der Stadt gestanden haben. Und erst später sind sie als gesunkenes Kulturgut auch aufs Land gekommen. Und so hat jetzt der Herr, ein Wirtschaftsberater von Ronald Reagan hat jetzt diese Theorie, ja, von Ronald Reagan, irgendwie so, ich will die Einzelheiten mir gar nicht anschauen, aber das ist in der, spielt in der Wirtschaftswissenschaft natürlich schon oft eine Rolle. Aha, naja, da hat das jetzt einen neuen Namen bekommen, nämlich die Trickle-Down-Theorie. Das heißt, das soll heute sagen, ja gut, lass die Ungleichverteilung von Wohlstand ruhig weiter so bestehen wie bisher. Es muss keine Umverteilung geben, denn es sinkt ja, als gesunkenes Kulturgut kommt der Wohlstand der Oberschicht sowieso immer unten an. Ha, ha, ha. Also das ist jedenfalls diese Trickle-Down-Theorie. Ich weiß nicht, warum der Herr von Dodenstein diese Theorie in den Live-Chat da, warum er die erwähnt hat. Also die Theorie vom gesunkenen Kulturgut finde ich schon sehr spannend, aber das jetzt in Zusammenhang zu bringen mit der Forderung nach Umverteilung von Wohlstand, das ist lächerlich. Das ist ein lächerlicher Theorieansatz, der natürlich nur von so bescheuerten Regierung kommen kann, wie der von Ronald Reagan. So, hatte ich vergessen im letzten Livestream, und das will ich jetzt noch nachholen, noch auf so ein paar Buchlektüren hinzuweisen oder Empfehlungen hinzuweisen, weil ich die selber gerade lese. Ich lese hier gerade ein Buch. Ich habe ja schon in früheren Videos, weiß ich gar nicht, jedenfalls im Blogartikel, beschäftige ich mich zurzeit mit der Komplexitätstheorie, mit der Chaostheorie in der Physik. Ein Buch, was ich immer schon im Bücherschrank stehen hatte, aber noch nie richtig gelesen habe, ist dieses hier, Prinzip Chaos, die neue Ordnung des Kosmos von Paul Davies. Von Paul Davies gibt es viele gute Bücher. Und dieses Buch ist auch überraschend gut, liest sich aber schwer. Und wenn ich es fertig habe, werde ich da vielleicht nochmal drauf zurückkommen. Außerdem lese ich zurzeit ein sehr bekanntes Buch, was ich aber selber noch nie gelesen habe. Julius Caesar, der Gallische Krieg. Ich habe es noch nie gelesen und ich finde das auch sehr spannend zu lesen, sehr, sehr anstrengend zu lesen, dieses Buch. Ich meine, viele werden es vielleicht kennen sogar. Ich kenne das noch nicht und das kann man eigentlich auch nicht oft genug lesen, weil ich finde das ein absolut erschütterndes Buch, wie hier ein Volksstamm nach dem anderen seine Freiheit verliert, in das römische Weltreich eingegliedert wird, wie ganz Gallien, also wie mit welcher Leichtigkeit dieses römische Weltreich einen Stamm nach dem anderen über den Haufen wirft. Die haben sich alle gewehrt, die haben alle Widerstand geleistet, die haben alle noch später Aufstände gemacht und trotzdem, das ist schon irgendwie ein total verrücktes Geschehen. Also die Hauptfrage ist, wenn ich mir dieses Buch lese, und darüber will ich vielleicht auch nochmal irgendwie ein bisschen grundlegender Blogartikel schreiben, die Hauptfrage ist, hatten diese Völker, die der Gallius Julius Caesar da alle
niedergeworfen hat, hatten die keine anderen Strategien, als dauernd nur in den Kampf zu ziehen? Also haben sie keine anderen Widerstands? Also die Frage ist doch, warum gehen diese ganzen Völker unter? Ja, das sind, was weiß ich, 20, 30, 40 blühende, wohlhabende Völker, die alle untergegangen sind. Haben die nichts anderes zu tun gehabt, als Krieg zu führen? Also Julius Caesar sowieso, aber man weiß ja nun von dem römischen Weltreich, dass es da noch eine ganze Menge mehr gegeben hat als nur Kriegführung. Und darauf beruht ja der Erfolg des römischen Weltreichs, dass sie eben mehr, also dass hinter dieser Armee der Römer ein wirtschaftskräftiges Land stand, ja, und ein gut durchorganisiertes Land und ein diszipliniertes Land. Und man fragt sich, es gibt ja auch viele romanisierte Völker, auch Germanen waren oft romanisiert, und trotzdem haben sie es nie geschafft, diesen Römern was wirklich Nachhaltiges entgegenzusetzen. Und das ist für mich letztlich, wenn ich das so lese, ist das für mich eine ungeklärte Frage. Warum war Weltgeschichte so? Also man hat ja so das Gefühl, wenn man dieses Buch liest, ja, die Kelten und die germanischen Stämme, die hatten keine andere Art, sich für das Überleben ihrer eigenen Kultur, ihres eigenen Volkes einzusetzen, als zu den Waffen zu greifen. Und das zieht sich ja durch die ganze Geschichte. Ja. Dabei hätten schon die Germanen eigentlich oder die Kelten, also irgendwie weitsichtigere Leute hätten noch sehen können, der Erfolg der Römer liegt nicht in der Waffengewalt. Und man wird in den Römern nicht fertig, wenn man einfach nur zu den Waffen greift und besonders gute Feldherren hervorbringt. Also das sind alles sehr, sehr interessante Gedanken. Naja, bin ich aber noch nicht mit fertig. Das wollte ich nur mal so als Gedanke in den Raum werfen. Und was ich jetzt, weshalb ich den Livestream angemacht habe, was ich noch habe ich hier mal so irgendwo geschenkt gekriegt, dachte ich, kannst du ja mal mitnehmen und guckst du mal rein, vielleicht findest du was Interessantes, das Heinrich Böll Lesebuch. Das hat Heinrich Böll noch selber ein Vorwort dazu geschrieben. Er ist also mit dieser Zusammenstellung einverstanden. Und ich habe da nichts gefunden, was ich irgendwie lesenswert finde. In diesem dicken Buch hier, sehr dick. Ich bin da sehr aufgeschlossen. Bisher habe ich nicht viel Lesenswertes gefunden, aber ein Aufsatz hat mir gefallen. Und der handelt von Tacitus Germania. Und das ist ein Aufsatz, den der Heinrich Böll im Jahr 1979 in der Zeit veröffentlicht hat. Da ist er leider nicht öffentlich zugänglich, nur gegen Bezahlung. Aber ich habe es ja hier, ich kann es euch jetzt vorlesen. Und das will ich vorlesen. Das ist ein kleiner Aufsatz, den er in dem Wochenmagazin Die Zeit geschrieben hat. Und ich finde den so ausgewogen. Und das Wichtige an diesem Aufsatz ist, Heinrich Böll ist eben ein Schriftsteller, und zwar ein begabter Schriftsteller. Dass er begabt ist, das sieht man an allen seinen Aufsätzen. Also er kann mit Sprache umgehen und er kann, die Dramaturgie eines Textes, alles das hat er drauf. Ich finde, was mir fehlt da irgendwas bei diesen ganzen Aufsätzen hier. Das ist die Nachkriegsgeneration, die Trümmergeneration, die Schriftsteller der Trümmergeneration. Es ist immer so total desillusionierend, was die schreiben. Kann man natürlich nachvollziehen. Aber also das will ich jetzt alles nicht analysieren. Aber dieser Aufsatz hier über Tacitus Germania, der ist brauchbar, der ist wirklich brauchbar und weitergebenswert, weil man immer wieder hört von Leuten, die Germania des Tacitus nicht anständig und sachlich und ordentlich einzuordnen wissen in unser historisches Wissen. Und das ist ja nun mal so, die Germania des Tacitus ist eine der Grundlagenschriften für das Selbstverständnis der Deutschen, der deutschen Kultur. Denn da finden wir die früheste Darstellung heidnischer, germanischer Kultur hier mitten in Deutschland. Und dann sagen die einen, ja, das ist eine völlig verzerrte Darstellung durch den Tacitus, die anderen überhöhen das und machen daraus eine Anhimmelung der Germanen und so weiter. Dabei ist ja das Schöne an dem Tacitus, dass er eben die Stärken dieser heidnisch-germanischen Kultur genauso exakt und sozusagen sachlich mit Abstand darstellt wie ihre Schwächen. Er ist ja nicht einer, der da jetzt nur den Römern irgendein Sittengemälde vormalen will und sagen soll, guck mal, wie toll die Germanen ist, mach das mal auch so, wie sittenrein die Germanen leben, sondern er zeigt ja auch auf, was die Germanen alles für Blödsinn machen. So ist es ja überhaupt nicht. Und der Böll hat dafür ein tolles Verständnis, muss ich sagen. Das hat mich überrascht und deswegen lese ich jetzt diesen Text hier vor. Heinrich Böll, Tacitus Germania. Der lateinische Text, dieses fast hauchdünne Teubnerbändchen, umfasst 26 Seiten.
zieht man die umfangreichen Fußnoten ab, mögen 20 bis 22 Seiten übrig bleiben. 22 Seiten für diesen schmalen Klassiker, der sich für mich als überraschend aktuell erwies. An den lateinischen Text habe ich mich dann doch nicht mehr herangewagt. Der Heinrich Böll hat eine tolle humanistische Bildung genossen. Das merkt man an allen seinen schriftstellerischen Hervorbringungen. Das kommt immer wieder durch. Leider ist es nicht so. Ja, aber hier hat sich gut kanalisiert. Also, an den lateinischen Text habe ich mich dann doch nicht mehr herangewagt. Ich habe den deutschen Text genommen aus der Goldbrand-Taschenbuchausgabe. Der ganze 35 Seiten umfasst, übersetzt und ediert von Dr. H. Renzer. Diese knappen Studien, jetzt kommt der Künstler und der Literat, der jetzt guckt, wie hat Tacitus gearbeitet. Denn dieses Werk von Germania von Tacitus ist eben nicht nur eine historische Darstellung, sondern es ist ein Werk der Weltliteratur. Und das haben schon viele gesagt, aber hier sagt es auch Böll nochmal, ja, und kann das auch gut begründen. Diese knappen Studien, fast aphoristisch, erweisen sich nach 1800 Jahren nicht nur als lesbar, auch als lesenswert. Immerhin eine der ältesten, wenn nicht die älteste Auskunft über unsere Vorfahren. Waren sie es wirklich? Sind nicht viele von ihnen andere zugewandert? Hat sich da nicht einiges eingemischt und natürlich sehr vieles verändert? Die einzigen, deren Stammesnamen noch heute erkennbar sind, sind die Katten, die Hessen, und die Sueben, die Schwaben. Eines muss festgestellt werden, hässlich hat Tacitus diese nachmaligen Deutschen nicht gefunden. Wild, ja, hatten manche raue Sitte, doch auch Herzlichkeit, waren gastfreundlich, wenn auch nicht immer, was verständlich ist gegen römische Besatzung. Und sollen alle das gleiche Aussehen gehabt haben, also ein Zitat hier von Tacitus, alle das gleiche Aussehen gehabt haben, das bezweifle ich. Derlei Täuschungen unterliegt man leicht bei fremden Völkern. Zitat, die blauen Augen mit dem trotzigen Blick, das rötlich-blonde Haar und die hochgewachsenen Körper, die allerdings nur im Angriff besonders stark sind. Also diese Einheitlichkeit im anthropologischen Typus, die findet man auch noch in den Reihengräberfeldern in Baden-Württemberg und in Bayern, weiß nicht, auch in Franken, die überall, wo die völkerwanderungszeitlichen Germanen hingekommen sind, da haben sie Reihengräberfelder angelegt. Und die Skelette sind vom anthropologischen Typus her sehr einheitlich. Das haben alle Anthropologen festgestellt. Also da ist schon mehr drauf, als man sonst so glauben würde. So. Genau, also das stimmt schon. Auch darin ist der Tacitus bestätigt. Ja, dass die nämlich schon sehr einheitlich waren. Aber wir wissen auch von der Archäogenetik inzwischen auch, was ja dann der Böll auch ganz klar sieht, die haben sich mit den einheimischen romanischen Bevölkerungen sehr schnell vermischt. Schon die erste Generation hatten romanische Frauen. Das sieht man heute alles an den Rheingräberfeldern. Will ich jetzt aber gar nicht hier großartig ausführen. Das ist eben alles, was man bei Tacitus lesen kann. Das ist, oder was hier der Heinrich Böll schreibt, das hat schon Hand und Fuß. So. Die blauen Augen mit dem trotzigen Blick, das rötlich-blonde Haar und die hochgewachsenen Körper, die allerdings nur im Angriff besonders stark sind. Das ist ja immer wieder auch bei den Kelten, der Cäsar sagt das auch immer wieder, ja, die sind halt tolle Krieger, ja, man kann vor denen Angst haben, aber wenn man römische Standfestigkeit bewahrt, dann wird man sogar mit denen fertig. Und so war es halt leider auch. Ja. Und man fragt sich so ein bisschen, brauchten die Kelten und die Germanen wirklich so viele Jahrhunderte im Mittelalter, bis sie das alles verstanden haben? Das ist schon, finde ich, schon sehr interessant, dass das so eine lange Epoche von Zivilisierung bedurfte, damit sie irgendwann mal verstanden haben, man muss arbeiten, man muss diszipliniert sein, man muss eine Gesellschaft hervorbringen, die eben wirtschaftlich und kulturell so erfolgreich ist wie die römische, wenn man einer solchen Kultur Widerstand entgegenbringen will. So, also da brauchten die ganz schön lange dafür. Und daran sieht man ungefähr so, dass Völker eigentlich kaum lernfähig sind. Ne?
Das ist ja heute fast das Gleiche. Ich meine, die Deutschen haben es ja auch noch im ganzen 20. Jahrhundert nicht gemerkt, dass das Krieg führen nicht der richtige Weg ist. Ne? Dass auch die noch nicht. Und deswegen ist man so erschreckt, wenn man das hier bei Caesar sieht. Das zieht sich über 2000 Jahre Geschichte hindurch. Naja, das alles nur so am Rande. So. Heutige Polarisierung, das ist auch eine Art Kriegführung. Wir sind unglaublich, wir streiten gerne. Ja, diese ständigen Polarisierungen, diese ständige Streitsucht, diese Zanksucht, dieses totale Freude daran haben, starrsinnig zu sein, überhaupt nicht von seinem Standpunkt abzugehen und so weiter und so weiter. Das alles zieht sich durch die Geschichte und sieht nicht schön aus. Sieht nicht schön aus. Wirklich nicht. Das kann auch mal gesagt werden. Man kann nicht immer nur alles bejubeln, was früher in der Geschichte war. Es gibt vieles, was nicht schön aussieht. Ja, so. Sangesfreudig waren sie auch, aber der Gesang ist ihnen mehr ein Gleichklang tapferer Herzen als ein Zusammenklingen von Menschenstimmen. Vor allem ist ihnen darum zu tun, raue Töne und ein stoßweises Dröhnen hervorzurufen, schreibt der Tacitus. Zitat, jetzt alles Tacitus. Aber der Böll findet das aber klasse, was der Tacitus da schreibt. Jetzt sagt der Böll dazu, das klingt nicht so ganz unvertraut, im Beben so mancher Männerbrust könnte sich da noch echt Germanisches erhalten haben, doch das mag auch auf manchen Slavengesang zutreffen. Und auch damit, mit diesem Satz hat er wieder total recht. Ja. Dieser Gegensatz Slaven-German ist auch wieder so eine super Polarisierung, ja, die jahrhundertelang in der Geschichte, ja, gerade die letzten 200 Jahre, wunderbar tragfähig war, womit unglaublich viel die Völker aufeinander gehetzt werden konnten. Dabei sind wir zumindest genetisch, unterscheiden wir uns fast gar nicht, die Slaven und die Germanen und die Deutschen. Und das ist auch schon allein dem Umstand geschuldet, dass eben in Polen, im heutigen Polen, schon im Mittelalter die ganzen zugewanderten Deutschen, fast alle Städte im Mittelalter in Polen sind von Deutschen gegründet worden. Und diese ganzen Deutschen, die diese Städte gegründet haben und auch viele Dörfer, die sind ja alle polonisiert worden. Also die Polen stammen zu nicht geringem Anteil, das wäre mal interessant, zu welchem Anteil, zu 5% stammen sie von den Wikingern ab. Und zu wie viel Anteilen sie von den Deutschen abstammen, rein genetisch, das werden wir in näherer Zukunft erfahren. Und dann werden wir erst mitkriegen, wie nah sich Polen und Deutsche verwandt sind. Also man sieht es ja schon allein am Intelligenzquotienten, die Polen haben keinen geringeren Intelligenzquotienten als die Deutschen und auch die Tschechen nicht. Und so weiter. Und die Russen nicht. Also, dass wir uns aufeinander hetzen lassen, immer und immer wieder, ja, diese Polarisierungen, wenn wir das nicht verstehen, dass das aufhören muss, was soll man dann verstehen? Ne? Aber gut, das hat noch weite Wege, wenn ich mir mein YouTube-Publikum anschaue, ja, was hier oftmals an Kommentaren so kommt, an polarisierenden Kommentaren und dümmlich provozierenden Kommentaren. Da kann natürlich wieder sein, dass man das versucht reinzutragen, auch in meine Community hier, weiß man alles nicht, ne, was die Hintergrundmächte noch so machen. So, jedenfalls weiter. Gut, Heinrich Böll. Ne, ich lese hier vor aus Heinrich Böll, Lesebuch. Der hat einen Aufsatz geschrieben 1979 in der Zeit Tacitus Germania. Ganz anders ist es mit der Faulheit. Da müsste mancher Entwicklungshelfer und Experte bei Tacitus Trost finden. 1979 geschrieben. Und sich mit Geduld wappnen. Jetzt wieder Zitat Tacitus. Bei mühseliger Arbeit legen sie viel weniger Ausdauer an den Tag, in Klammer, als im Krieg. Nun hat's, ja eben, das ist der Punkt, ja. Weder die Kelten noch die Germanen haben von sich aus, sind sie dazu übergegangen, einfach diszipliniert zu arbeiten und sozusagen sich von der eigenen, im Schweiße des eigenen Angesichtes sich zu ernähren. Sie sind immer wieder auf Raub ausgegangen. Andere Stimme, mal eben das Zeug geklaut und so weiter. Ja, das finde man, zieht sich durch die ganze Geschichte. Ja. Und das ist nicht vorbildlich. Naja, muss ich ja nicht sagen, ist ja eigentlich offensichtlich, aber Geschichte und jedes Volk und jede Geschichtsepoche hat Lichtseiten und Schattenseiten. Und hier sind jetzt mal wieder Schattenseiten zu erkennen. Nun hat es ja nicht gerade 1800 Jahre gebraucht, um diese, Zitat, wilden, ausdauernder und regelmäßiger Arbeit zu erziehen. Aber gewisse
Fristen sollten doch eingeräumt und Geduld ministeriell verordnet werden, wenn wir heute andere entwickeln. Das zielt auf die Entwicklungspolitik der 70er Jahre, ne? In Afrika. Also die sagen auch, dann stellt euch, Heinrich Böll sagt ja, stellt euch mal auf Jahrhunderte ein, dass die arbeiten lernen, oder weiß der Teufel was. So, die Klimaangaben bei Tacitus treffen zum Teil, ich habe noch was überschrieben. So rasch sind wir also auch nicht ans Arbeiten gekommen und bevor wir gar eine Weltanschauung daraus machten, mögen doch 1000 und einige Jahre vergangen sein. Das ist exakt das, was man aus Tacitus herauslesen kann. Und was sehr viel zu denken geben kann. Warum brauchten wir dafür 1000 Jahre? Und haben die 1000 Jahre wirklich ausgereicht? Ja? Wollen wir es uns heute nicht immer noch viel zu einfach machen? Ja, oder natürlich, ich meine, die ganze Bequemlichkeit, die sozusagen die Public Relation Industrie uns sozusagen, mit der sie uns anfüttert, ja, im Internet, ne, und durch die ganzen Verführungen, will man uns natürlich auch die Disziplinierung wieder untergraben, ne? Denn im Grunde hat es ja schon viel Disziplinierung gegeben Anfang des 20. Jahrhunderts auf geistigem Gebiet zu geistiger Arbeit, aber davon ist inzwischen, geht immer mehr wieder verloren. So, also 1000 Jahre hat es gebraucht und es ist noch nicht sicher, ob die 1000 Jahre ausreichend waren. So, die Klimaangaben bei Tacitus treffen zum Teil heute noch zu. Zitat, für den Westen nach Gallien hin sind die Niederschläge charakteristisch, für den Südosten nach Pannonien und Noricum hin Stürme und die dadurch bedingte größere Trockenheit. Also, ne? Also da hat sich seit 2000 Jahren nichts geändert, was ja auch mal sehr interessant ist. Was sagt mir hier jemand? Auch was geraubt wird, muss vorher durch Arbeit geschaffen werden. Einen Wirtschaftskreislauf des Raubens kann es nicht geben. Ja, genau. Naja, genau. Aber die haben eben vor allem das Wohlstandsgefälle zwischen dem auf dem Nordrand des Limes und auf dem südlich des Limes war immens. Das wissen die heutigen Archäologen sehr, sehr deutlich. Und ich meine, man sieht zum Beispiel, mir ist das sehr deutlich geworden, wenn man sich das Schlachtfeld von Kalkriese anguckt, ne, wo Arminius, ne, Hermann der Karusker, wo er die Römer geschlagen hat im Jahre 9 nach der Zeitrechnung in der Varusschlacht. Da haben die Römer ja ihr ganzes Bargeld verloren oder auf dem Schlachtfeld zurückgelassen und das war viel. Das war genauso viel, also das ist in der Zusammensetzung der Münzfunde nur mit den Münzfunden in Pompeji zu vergleichen. So, und da wird schon klar, wie reich allein nur ein römisches Heer mit 3 Legionen war. Und die haben da einen Wohlstand nach Germanien gebracht, den gab es da nicht. Den gab es halt schlichtweg nicht. Und dieses Kulturgefälle, das macht man sich heute kaum noch klar. Kann ich jetzt auch nicht, bin ich nicht darauf vorbereitet, aber kann man sich nur, wenn man sich zum Beispiel so eine Stadt wie Pompeji anschaut, das ist Wohlstand, Wohlstand, Wohlstand überall, überall. Da ist die kleinste Hütte, also jedes Haus, also auch die Ärmeren, zum Beispiel, da kann man auch wieder gesunkenes Kulturgut und Trickle-Down-Effekt gut beobachten. Man fragt sich ja immer, wo hat die Plebs gelebt in Rom? Ne? Die berühmte Plebs, also der Pöbel. Ne? Wo hat der Pöbel eigentlich gelebt, die da mit Brot und Spielen unterhalten werden mussten? Die haben in den Bürgerhäusern selbst gelebt. Man findet nichts. Man findet, also zumindest in Pompeji gibt es keine Armenviertel. Die haben in den Bürgerhäusern selbst gelebt. Die haben an der Schönheit dieser Häuser, und jedes Haus ist überwältigend schön, ausgestaltet, überwältigend schön, wie eine Villa, haben die einfach teilgehabt. Die haben in denselben Häusern gelebt. Ja, nee, na klar, sage ich ja, das ist vollkommen richtig, dass die Römer hatten nicht das Recht, andere Völker zu erobern, genauso wenig Alexander der Große und so weiter. Für mich ist eher so die Frage, wenn ich jetzt ein Volk bin, das einem solchen Eroberungszug gegenübersteht, wie verhalte ich mich? Was mache ich? Was ist denn eigentlich sinnvoll? Ja, Arminius, ne, in der Varusschlacht hat schon das Richtige gemacht. Ne? Das ist ja offensichtlich, die Römer waren da auch sozusagen schon erschöpft, ne? Also von der Expansionskraft her. Deswegen konnte er Erfolg haben. Aber der Arminius hat nichts anderes gemacht, wirklich absolut nichts anderes als das, was die ganzen Gallier 100 Jahre zuvor auch gemacht haben. Oder weißt du, 50, er war ja nur 50 Jahre vorher. Der hat einfach nur eine Schlacht geliefert, den Römern. Und die Gallier, ne, die selbst, also so, da kann man Germanen und Kelten kann man in einen Topf stellen, die haben keine andere Widerstandsstrategie gehabt, als einfach
zu den Waffen zu greifen und die Römer aus dem Land jagen zu wollen. Und das kann es nicht sein. Das war damals schon, muss das den Hellsichtigeren bewusst gewesen sein und heute erst recht. Ja. Naja, ich will das gar nicht. Also, ich wollte ja nur sagen, dass ich darüber nachdenke. Ich habe noch kein letztliches Ergebnis, aber das ist einem schon, das wühlt einen schon auch ein bisschen auf. Also das, ich finde den Cäsar unglaublich ekelhaft zu lesen, weil der total kalt ist. Ja, der Cäsar ist total kalt und steht total nüchtern. Der ist total cool und überlegen gegenüber diesen die eben leichte Emotionen haben, die Kelten, ne? Und dann kann er so locker mit seiner römischen Kaltblütigkeit wieder in die Pfanne hauen und wieder in die Pfanne hauen und wieder in die Pfanne hauen. Und das geht nicht nur durch, die Römer sind tapfer, ja? Die Römer sind 10 Zentimeter kleiner als die keltischen Krieger und bei weitem nicht so hitzig und nicht so mutig, aber sie sind standfest, sie sind in fast jeder Schlacht sind sie siegreich, auch gegen zahlenmäßig sehr viel größere Heere. Und also das ist nicht sehr schön zu lesen. Und ich glaube, das kann man sich schon mal antun, ja, diese dunkleren Seiten der europäischen Geschichte sich mal zu Gemüte zu führen. Das ist nicht sehr schön zu lesen. Nee, also mir tut das nicht gut, das zu lesen. So, aber dann lesen wir jetzt mal Heinrich Böll. So, er war jetzt mit dem Klima beschäftigt, er geht halt so diese Schrift so durch und was ihm so auffällt. Und ich finde das ganz hübsch, wie das der Böll hier macht. Die Wälder waren Tacitus unheimlich. Das ist auch interessant, ne? Die Sümpfe fand er abstoßend. Die Nordsee erfüllte ihn mit Bangen. Dieses, Zitat, Meer, das sozusagen schon einer anderen Welt angehört. Und ich finde auch so klasse, wie der Böll hier genau liest. Das ist ein Satz, den ich völlig überlesen habe. Aber dass die Römer so empfunden haben, das ist schon wieder ein ganz anderes, das ist so duster. Ja. Und natürlich, Zitat, wer hätte sich denn entschließen sollen, unsere blühenden Provinzen in Kleinasien oder gar Italien selbst zu verlassen, um nach Germanien auszuwandern, nach jenem Teil der Erde, der so völlig bar ist, aller landschaftlichen Reize, so rau im Klima, trostlos zum Leben und trostlos zum Anschauen für jeden, dem er nicht gerade Heimat ist. Ja, und da, Landschaft nimmt ja jeder anders wahr, aber da wird auch, also hinter diesen Worten steht auch dieses riesengroße Wohlstandsgefälle. Es ist natürlich so, Italien haben die natürlich schon die ganzen Wälder, da gab es ja auch Wälder, aber die waren bis dahin schon lange gerodet. Und in Germanien waren diese Wälder einfach nicht gerodet. Die sind inzwischen heute ja auch viel, Germanien ist ja heute auch, ne, zumindest im Hochmittelalter hat man ganz viel gerodet, im Frühmittelalter hat man schon gerodet. Also da ist auch, die Landschaft ist auch heute viel offener als zur Zeit von Tacitus. Nun, Heimat war es eben für die Karusker und Bructerer, Sugamba, Tencterer, Usiper und wie sie da alle geheißen haben, sie, aus denen später die Deutschen wurden. Dass sie sich nicht widerstandslos einfach besetzen ließen, sollte die Römer, Soldaten und Beamte nicht sonderlich überrascht haben. Nee, hat sie auch nicht überrascht. Zumal ja, Iran, Koran und Khomeini, 70er Jahre hier, mit der Kultur und der Zivilisation der Eroberer auch Verderbnis nahte. Jene römische Verderbnis, die auch Tacitus, den Moralisten, beunruhigte. Der hat da schon einen sehr differenzierten Blick darauf, der Heinrich Böll. Ganz genau so ist es, ja. Ja. Wobei, die römische Verderbnis haben die Germanen sicher wahrgenommen. Da will ich nicht dran zweifeln. Aber es ist ja so, diese römische Verderbnis, die ist lange aufgewogen. Das geht völlig verloren. Ne? Das waren edle Menschen, die Römer. Die Römer waren im Vergleich zu allen Christen, die danach gelebt haben, das waren edle Menschen. Das macht sich keiner klar. Das macht sich wahrscheinlich noch nicht mal Heinrich Böll hier klar. Die Römer, wenn man Tacitus liest, das ist ein edler Mensch. Und ganz sogar, ich finde den Cäsar kaltblütig und also wirklich eigentlich abstoßend. Aber auch diese Schrift ist ja ein Klassiker. Und man kann Klassiker nicht schreiben, wenn man nicht ein edler Mensch ist. Also anders geht das nicht. Und hinter auch dieser Schrift steht, der hat zum Beispiel einen riesengroßen Respekt bei den feindlichen Heeresführern hervorgerufen. Und die haben sich ihm auch, viele haben sich auch friedlich ergeben. Also das ist alles sehr genau zu, und also auf jeden Fall der römische Adel, das waren edle Leute. Ja, es gab die römische Kultur hat Philosophen hervorgebracht, die hat Kunst hervorgebracht, die waren kulturdurchtränkt. Und das geht mir hier ein bisschen beim Böll unter, dass er das mit
mit in Rechnung ziehen. Es gab Sittenverderbnis auch. Ja. Aber das ist eben das Schöne, dass ein kulturbewusster Mensch wie Tacitus eben, weil er so kulturbewusst ist, eben dann auch die Sittenverderbnis noch wahrnimmt. Ne? Heutzutage nimmt ja die Sittenverderbnis überhaupt niemand mehr wahr, weil einfach das Gegengewicht völlig fehlt. Ne? Das ist ja ein Unterschied. So, und insofern muss man eben sagen, auch die Germanen hatten viel Grund vor dem ethischen Gehalt der römischen Kultur Respekt zu haben. Und das klingt auch bei Tacitus und bei Caesar immer wieder durch, dass die diesen Respekt durchaus hatten. Dass man zum Beispiel, die waren oft unzuverlässig und auf die Römer konnte man sich aber verlassen. Ja? Wenn Caesar eine Zusage gemacht hat, dann hat er versucht, das auch einzuhalten. Ja? Und da waren die Germanen nicht ganz so drauf und so weiter und so weiter. Also das ist... Ich glaube gar nicht mal, dass dieses Sittenverderbnis von den Germanen so stark wahrgenommen wurde. Die haben einfach eine riesengroße Fremdheit gesehen in den Römern, aber jetzt nicht das ethisch ganz besonders stark wahrgenommen. Denn Sittenverderbnis gab es ja bei den Germanen auch, ne, wenn man sich die Fürsten anschaut, diese Streitereien in den Fürstenhäusern. Ja, der Arminius raubt seine Braut, ne, die Thusnelda. Der Schwiegervater dann Segestes stellt sich auf Seiten der Römer, ja, also den Tohu Wabohu und diese ganze Streiterei innerhalb der Deutschen, ja, die hat es ja damals schon gegeben. Und das ist auch Sittenverderbnis. Also was soll man denn anders nennen? Der Bruder von Arminius stand auf Seiten der Römer. Ja. Und dann haben sie sich an der Weser getroffen und wollten dann ein Friedensgespräch führen. Und die haben sich so angefangen zu streiten, ja, dass sie am liebsten aufeinander losgegangen wären, wenn nicht der Weserfluss dazwischen gewesen wäre. Also was soll das? Also man kann doch nicht sagen, dass die Germanen strahlende Heldensöhne waren und sonst nichts. Sie waren einfach nur total verbiesterte und verbohrte Leute zum Teil auch. Ja. So, ein kleiner Teil nimmt das Verderben schon wahr. Naja, also zum Beispiel, was jetzt eben aktuell ist hier mit den alles dicht machen. Ne? Diese Künstler, die haben mir sehr gefallen, weil man bei diesen Videos von alles dicht machen sieht, Mensch, diese Schauspieler, die können wirklich gut schauspielern. Das sieht man an den Videos einfach. Wenn ich mir so einen Tatort anschaue, dann fällt mir das gar nicht auf, weil ich einfach Tatort ist für mich Sittenverderbnis. Das kannst du noch so toll machen. Das ist einfach Sittenverderbnis. Und da machen die mit. Aber die sind begabt. Die könnten gute Sachen machen, diese Schauspieler. Und ich glaube, dass diese Schauspieler schon so eine gewisse Ahnung davon haben, dass sie eigentlich bessere Sachen machen können, als sie in diesen ganzen Scheißproduktionen machen, die sie da mitmachen. Sie könnten es besser. Und ich glaube, dass das einer der Antriebe ist, weshalb sie sich bei dieser Aktion mitgemacht haben. Einfach dieses große Unbehagen an dem Scheiß, den wir hier in unserer Gesellschaft ständig mit uns rumtragen, aber den eigentlich keiner mehr, es gelingt kaum noch irgendjemandem, das auf den Punkt zu bringen. Was ist denn eigentlich der Scheiß, der unsere Gesellschaft ausmacht? Weil sowieso da sehr viele ganze Themenbereiche tabuisiert sind, die man gar nicht mehr ansprechen darf. Und dann bleibt nur noch darüber übrig, sich über die Corona-Politik der Bundesregierung irgendwie zynisch. Also gut, ich habe schon gesagt, was ich zu sagen habe. So, also jetzt geht's weiter mit Heinrich Böll. Auch das ist eigentlich ein Geschichtsdokument hier. Das ist ja schon wieder, das ist 50 Jahre alt, ne? 79. Ah, 40 Jahre. 43 Jahre alt. So. Wo war ich denn geblieben? Aha, hier, Tacitus, jetzt kommt es weiter. Die Sittenverderbnis. Lob der germanischen Frauen. Lob der germanischen Ehe. Ja, das ist eben das, wo man dann wirklich sich freut, ne, wenn man das liest bei Tacitus. Der Sittenstrenge, Zitat. Denn in Germanien lacht niemand über Laster. Verführen und sich verführen lassen heißt dort nicht dem Zeitgeist huldigen. Das ist auch so, damit kriegt man so ein Gespür dafür, wie die Römer getickt haben. Ne? Das war eben Zeitgeist. Ja? Das ist das, worauf dann das Mittelalter reagiert hat. Ne? Augustinus reagiert genau darauf, auf diesen Zeitgeist. Augustinus hat ja da selber mitgemacht mit Verführen und Verführen lassen. Ne? Der war ursprünglich Heide und hat ein sehr fröhliches heidnisches Leben gehabt. Und das war ihm dann zu Sitten verdorben, dieses Leben. Und dann wurde er Christ. Ja? Das sind die Antriebe, Christ zu werden später. Ne? Was anderes hat er da nicht mehr gewusst. So, da rollte und wogte ein in Rom die Pornowelle. Ja, das ist exakt so. In Pompeji kann man genau das sehen. Wo man hintrifft, wird man von Phallus
Phallusverehrung und Sex und Crime wird man überall, ist man da, ist die Welt genauso durchflutet wie von Schönheitssinn. Das ist ein ganz merkwürdiger Mix und den muss man ganz schön, das ist gar nicht so ganz einfach, den für sich so auseinanderzupuzzeln, dass man allem dabei gerecht wird. Ja. Das hat schon Cicero, also diese ganze Zivilisation, diese Kritik der Sippenverderbnis in Rom hat es schon von früh auf gegeben. Nur hat eben ein tugendhafter Römer dann immer gesagt, ja gut, ihr könnt ja in die Kinos der damaligen Zeit gehen, ne, in die Amphitheater, aber ich muss da ja nicht mitmachen. Ich gehe auf meine Villa raus aufs Land und dann habe ich diese ganze Sippenverderbnis nicht so. Und später haben sie selbst das nicht mehr, da mussten sie dann Klöster gründen, um sich, weil anders kam man an dieser Sittenverderbnis nicht mehr weg. Aber das alles nur am Rande. So, jetzt geht's weiter. Genau, also Böll. Da rollte und wogte in Rom die Pornowelle, war Korruption gang und gäbe. Mit offensichtlichem Bedauern stellt Tacitus fest, Zitat, manche Germanen haben wir auch schon so weit gebracht, dass sie Geld nehmen. Klasse, was der Böll hier alles... Hat er vollkommen recht. Die Seherinnen Veleda und Aurinia werden respektvoll erwähnt. Auch auf andere Frauen wird hingewiesen, die Gegenstand der Verehrung waren, Zitat, ohne dass man ihnen aber etwa in niedriger Unterwürfigkeit geschmeichelt oder gar Göttinnen aus ihnen gemacht hätte. Zitat Ende. Da sehnt sich einer ganz offenbar nach unverfälschter vestalischer Tradition. Einer, der Republikaner und Aristokrat war, Tacitus war aus allerbestem Hause ein Cornelier. Also, was ich gesagt habe, die Römer waren einfach klasse Leute auch. Ne? Und das sieht der Böll hier auch. So, weiter Böll. Friedlich, Vorläufer der Kollaboration, angelockt und angekränkelt vom römischen Luxus, blieben sie links, trutzig rechts des Rheines. Diese Wilden mit eigener Religion, eigenem Kult, eigenen Sitten, mit demokratischen Ansätzen in ihrem Gemeinwesen, wie sie wahrscheinlich in der damaligen Welt kaum zu finden waren. Zitat, die Könige haben keine unumschränkte oder willkürliche Gewalt und auch die Heerführer leiten mehr durch ihr Beispiel als aufgrund ihrer Befehlsgewalt. Zitat Ende. Ting, Rechtspflege, Wehrwesen, da ließe sich zitieren und belegen, dass diese nachmaligen Deutschen ihre Ordnungen hatten, wenn auch möglicherweise noch keine rechte Ordnungspolitik. Worauf das gerade anspielt, weiß ich nicht. Weiß nicht, was war denn, wer war denn in der Regierung 1979? Egal. Das spielt an sich ja auch irgendwelche CDU-Politik an. Ordnungspolitik. Widersprüchliches Wesen, besonders diese germanischen Männer, bei denen, Zitat, für faul und feige gilt, das ist genau das hier mit von Raubleben, für faul und feige gilt, wer mit seinem Schweiße erwirbt, was er durch Blut gewinnen kann, Zitat Ende. Das sieht man auch bei den Galliern. Ja, die Gallier, man muss doch nur die Geschichte angucken. Die Gallier sind ständig nach Rom gezogen, ständig nach Süden und haben dort überfallen, haben dort Gold geraubt, die Tempel ausgeraubt, die haben den Wohlstand, der dort ist, von dem wollten sie leben. Und es gibt viele Barbarenvölker, die haben sich ja jahrelang Tribut bezahlen lassen, damit sie nicht einfallen und so weiter und so weiter. So, bei denen faul und träge gilt, wer mit Schweiß und so weiter. Ein unruhiges Volk, Zitat, sie lieben den Müßiggang und können doch die Ruhe des Friedens nicht ertragen. Zitat Ende. Gastfreundlich, wild, rauflustig und geschwätzig. Zitat, dieses Volk, nicht verschlagen, noch durchtrieben, gibt in ausgelassener Fröhlichkeit auch heute noch die sonst tief in der Brust gehüteten Geheimnisse preis. Zitat Ende. Das nennt man wohl heutzutage bierselig. Ja, genau. So. Urbanisierung führt zu Sittenverfall. Naja, aber ja, wieder ein Riesenthema, das würde ich mich sogar darauf einlassen. Urbanisierung verführt zu Sittenverfall. Aber es ist einfach die Aufgabe der modernen Gesellschaft, urban zu leben und anständig zu bleiben. Das ist einfach die Aufgabe, die uns heute gestellt ist. Und
Anders geht es doch gar nicht. Anders kann doch eine moderne Gesellschaft nicht überleben. Das gilt für alle modernen Gesellschaften der Nordhalbkugel. Anders geht es nicht. Und dass das gar nicht thematisiert wird, dass wir darüber gar nicht reden, ja, da sieht man schon, es ist nicht gewollt, dass diese Gesellschaften der Nordhalbkugel so fortexistieren, wie sie, weiß nicht, jetzt in 1500 Jahren herangewachsen sind. Das ist nicht gewollt, denn sonst müsste das thematisiert werden. Wir werden beschäftigt mit ständig mit einer Sau nach der anderen, die durchs Dorf getrieben wird und alle gucken auf die Sau. Und dabei werden die eigentlichen Themen, die eine Gesellschaft behandeln müsste, damit sie überlebt, damit sie langfristige Stabilität hat, damit sie demografisch stabil bleibt, wird überhaupt nicht angesprochen. In keiner Weise. Und von keiner Partei des Deutschen Bundestages. Von gar keiner. Und von keinem großen Medienanstalt wird das zum Hauptthema der Berichterstattung gemacht. Nichts, gar nichts. Flächendeckende, gähnende Leere. Und das sind die Fragen, die heute zu klären sind. Ich weiß es nicht. Also doch nicht den ganzen Bohai, der heute in den Nachrichten, in Telegram-Gruppen und so weiter, wer da diskutiert wird. Ja. Meine Güte, das ist doch lächerlich. Das ist sowas von, wir lassen uns sowas von durch den Kakao ziehen. Da gibt es ja gar keine Worte mehr dafür. Weil wir ja ständig selber mitmachen. Wir saufen den Kakao, durch den wir vorher gezogen sind. Und das machen wir in, weiß nicht, in Beschleunigungsverfahren gibt es ja gar nicht mehr. So, friedlich, Vorläufer der Kollaboration. Deswegen den Kakao weglassen. Einfach den Kakao weglassen. Und Kakao heißt in diesem Fall einfach nur Politik weglassen. Weglassen. Nicht saufen den Scheiß. Ganz egal, was er einem vorsetzt, es ist immer Kakao. In dem Sinne, wie ich es gerade gemeint habe. So, gut. Ein Trost für die verrufenen Rheinländer. Selbst die Ubier, also die haben ja da in Köln gelebt, die den Vorzug genießen, eine römische Kolonie zu sein, schämen sich ihres germanischen Ursprungs nicht. Ach nee, das war jetzt ein Zitat von Tacitus. Also selbst die Ubier, die den Vorzug genießen, eine römische Kolonie zu sein, schämen sich ihres germanischen Ursprungs nicht. Mancher Republik, jetzt sagt der Böll dazu, der hört so richtig Nuancen durch und das gefällt mir an dem Böll hier. Deswegen lese ich das auch vor. Weil man muss die Nuancen mitkriegen. Wenn man das nicht mitkriegt bei dem Tacitus, ist es einfach schade. Dann ist dann so eine schöne Schrift an dem Leser vorbeigegangen. Und da sind so viele tolle Nuancen drin, die noch nicht mal ich gemerkt habe. Ja. Also, jetzt sagt der Böll dazu, mancher republikanisch gesonnene römische Aristokrat hätte das wohl noch herablassender ausgedrückt. Und ich musste diesen Satz zweimal lesen, bis ich den Sinn verstanden hatte. Ja, was der Tacitus da schreibt, selbst die Ubier, die den Vorzug genießen, eine römische Kolonie zu sein, schämen sich ihres germanischen Ursprungs nicht. Mensch, das sollte man doch eigentlich sich seines germanischen Ursprungs schämen, tun sie aber nicht. Naja, na, vielleicht waren die Ubier, es wäre mal zu fragen, welcher dieser all dieser heidnischen Stämme, dieser freien germanischen oder keltischen Stämme am meisten sich demografisch bis heute fortgesetzt hat. Und aufgrund welcher Strategien das ihm das gelungen ist. Das ist so die Frage, die im Hintergrund zurzeit steht, wenn ich solche Sachen lese. Eigentlich ist es das, ja. Aufgrund welcher gruppenevolutionärer Strategie, so wird das in der evolutionären Psychologie genannt, überleben solche Stämme genetisch und kulturell. Die ganzen Gallier haben alle ihre Sprache aufgegeben, ihre Kultur aufgegeben. Die ist tot, die gibt's nicht mehr. Wir Germanen haben nur das Glück gehabt, die germanischen Stämme hatten das Glück, weiter weg vom Römischen Reich zu leben. Ja? Wenn die Germanen in Gallien gelebt hätten, die wären genauso untergegangen wie die Gallier. Das ist sowieso lächerlich, dieser Gegensatz zwischen Galliern und Germanen, wo ja im 19. Jahrhundert ganz viel daraus gemacht wurde. Ja? Es ist auch lächerlich, weil die Germanen haben die ganze Verhaltensstruktur ist genauso wie bei den Kelten. Und die Kelten sind ja in die Klammer gekommen von Germanen. Die Kelten sind ja vor allem auch deshalb untergegangen, weil die Germanen dem Cäsar geholfen haben. Alles das muss man sich erstmal klar machen, was da alles passiert ist. Ja. Der Cäsar hat mehrere Schlachten gewonnen, weil die Germanen an der entscheidenden Stelle auf seiner Seite waren. Gegen die Kelten und so weiter und so weiter und so weiter. Was für ein ekelhaftes Geschehen in der europäischen Geschichte.
Ganz ekelhaft. Völkermord, das ist, also was der Cäsar hier gemacht hat, ist Völkermord. Nach heutigen Begriffen ist das Völkermord. Und man kann sich schon fragen, warum machen die da alle mit? Die haben alle mitgemacht. Die Römer auf der einen Seite und die Gallier, indem sie sich auf diese Polarisierung eingelassen, auch. Ja. Naja, was auch immer. Egal, jetzt geht's weiter. So, das ist also jetzt hier mit der Arroganz der römischen Aristokratie, die es herablassend sich auszudrücken, was für eine Gunst es ist, im römischen Reich zu leben. Immerhin, es galt, und zwar wohl ein Vorzug, römische Kolonie zu sein, auch auf Seiten von Tacitus. Ne? Weil der Tacitus hat das wahrscheinlich sehr stark wahrgenommen, diesen Wohlstandsunterschied und Zivilisationsunterschied, den haben ja alle Mittelmeermenschen im Mittelmeerraum sehr stark wahrgenommen. Deswegen waren das die anderen ja die Barbaren, weil das einfach ein riesen kultureller Abstand war. Und auch die hatten, im Mittelmeerraum hatten die Philosophie, die hatten Wissenschaft. Das ist ja nichts im Vergleich zu dem, was die Germanen hatten oder was die, weiß nicht, die Makedonen, die waren vielleicht so ein bisschen davon angekringelt, aber was die Skythen hatten, die hatten all das nicht. So. Der wilde Zug der Kimbern und Teutonen lag schon mehr als 200 Jahre zurück, als Tacitus die Germania schrieb. Der Schrecken, den sie verbreitet hatten, war unvergessen. Auch das ist ein Zeichen reifer Völker, wenn sie aus der Geschichte lernen. Und die Römer haben aus der Geschichte gelernt. Die Kimmern und Teutonen, der Schrecken saß ihnen so tief in den Knochen, dass sie es nicht ein zweites Mal erleben wollten. Und deshalb waren sie vor den Scheißgermanen immer auf der Hut. Die waren wirklich immer auf der Hut. Man weiß ja, als in der Varusschlacht, als der Arminius die Römer geschlagen hat, da hat der Kaiser Augustus in Rom, der hatte eine germanische Leibwache, die hat er sofort aus Rom entfernen lassen. Und die hatten Angst, dass die Germanen einen Aufstand gegen Rom machen und dass die gleich bis Rom durchziehen. Also, und das ist ein gesundes Zeichen, wenn man sich der Gefahren bewusst bleibt, über Jahrhunderte hinweg bewusst bleibt, die einem drohen können. Das ist einer der Gründe, weshalb das römische Weltreich so stabil war. Weil sie nicht vergesslich waren, sondern weil sie eben aufgepasst haben. Weil ein Schrecken ihnen mal gereicht hat. Ja? Und das sind alles so Sachen, wo man fragen kann, wie gehen denn heutige Völker mit ihren geschichtlichen Erfahrungen um? Reichen ihnen die Erfahrungen, die sie mal vor 50 oder vor 100 Jahren gemacht haben, um aus der Geschichte gelernt zu haben? Reichen die? Ja? Gute Frage. Nächste Frage. So. Jetzt geht's. Der wilde Zug. So, ja, Tacitus wusste, Zitat, die Germanen mit ihrem Freiheitsdrang, Zitat Ende, waren gefährlicher als alle anderen Nachbarn des Römischen Reiches, über die Tacitus ziemlich verächtlich spricht. Und es war ja wohl auch kein Zufall, dass die stärksten Truppenkontingente Roms am Rhein lagen. Naja, das ist geschrieben, nachdem die Gallier niedergeworfen waren. Bevor das war, hat man das sicher das noch ein bisschen anders gesehen, aber gut. Wäre nochmal zu überprüfen. Ne? Also die Kelten waren lange Jahrhunderte, die haben das Orakel von Delphi haben die ja geplündert. Also die Kelten waren eine Gefahr für die gesamte Mittelmeerwelt. Also die waren nicht weniger gefährlich. Aber zur Zeit, als Cäsar nach Gallien gezogen ist, da haben die Gallier selbst vor den Germanen Angst gehabt und die haben sich unterlegen gefühlt den Germanen. Ne, das fing ja damit an, dass die Helvetier ihre gesamten Häuser alles verbrannt, die ganze Schweiz, also die heutige Schweiz, alle Menschen, die da in der Schweiz gelebt haben, haben ihre gesamten Ortschaften alles niedergebrannt und wollten wegwandern, weil sie von den Germanen im Norden bedrängt worden waren und weil sie sich dieser Bedrängung nicht gewachsen gefühlt haben. Und dann sind sie mit Cäsar in Konflikt gekommen. Die sind also in der Mühle zwischen Germanen und zwischen dem Imperialismus der Germanen und dem Imperialismus Roms sind die zermahlen worden, die Helvetier. Und das ist wirklich nicht sehr schön zu sehen. Nee, nicht schön. Genau, Ariovist, ganz genau, der war das. Ja. Ist nicht Ariovist von den Galliern? Der ist nicht von den, weiß ich nicht, ist der von den Galliern, hat er so gesagt, der Cäsar hat auch gesagt, er ist von den Galliern gerufen worden. Das sind alles so Vorwände, um imperialistisch zu werden. Der Ariovist, was hatte der links des Rheins zu tun? Eigentlich gar nichts. Da hatte der gar nichts zu tun.
Das war auch kein strategischer Verteidigungskrieg, den der Ariovist nicht. Der Ariovist war rein imperialistisch. Der kam aus der Gegend von Franken, ne, da ursprünglich mal. Und der hatte schon ganz Süddeutschland erobert. Und dann ist er noch über den Rhein gegangen und wollte da, ja, und die Helvetier haben sich ja auch von ihm bedroht gefühlt, sonst wären sie ja nicht abgewandert. Also da weiß ich nicht die Einzelheiten, aber naja, wie man es auch nimmt, es ist alles nicht sehr schön. Es ist wirklich nicht schön. Ich meine, wir nehmen es heute so wahr, wie wir es wahrnehmen, weil die Völker Europas heute selbst total in der Defensive sind und weil sie merken, vielleicht allmählich anfangen zu merken, dass die Eigenschaften, die schon die Gallier in den Untergang gebracht haben, dass dieselben Eigenschaften sie auch heute in den Untergang führen. Vielleicht. Ich weiß es ja nicht. Also ich nehme das jedenfalls sehr stark so wahr, sonst würde mich das hier nicht so, würde ich da nicht so mitgehen. Die Gallier haben gerufen, er war der Führer des Webens. Nee, ich habe das bei Cäsar ein bisschen anders gelesen, aber ich will die Einzelheiten jetzt hier nicht behandeln. Es ist nicht, soll ich es raussuchen? Nee. Ja, klar, irgendwelche Gallier haben ihn schon gerufen, aber die Gallier waren gleichzeitig auch die Feinde des Ariovist. Der Ariovist hat die Gallier unterworfen gehabt. Der war mit einer Germanin verheiratet und mit einer Gallierin verheiratet. Und das hat er gemacht, weil er eben die unterworfenen Gallier zu seinen Verbündeten gemacht hatte. Kann man sagen, was man will. Naja, das ist doch. Das ist Kleinkram jetzt. Das müssen wir jetzt hier nicht klären. So. Gut, also den Freiheitsdrang der Germanen. So. Die Bangigkeit des Tacitus und anderer hat sich als berechtigt erwiesen. Von Norden her, von diesen Wilden, diesen Sittensträngen, ist das Römische Reich aufgerollt worden. Naja, also dass das Römische Reich untergegangen ist, das liegt bestimmt nicht daran, dass die Germanen so kriegstüchtig waren, sondern das liegt an der inneren Fäulnis des Römischen Reiches. Das ist offensichtlich, da muss man gar nicht lange reden. Na klar, und die Germanen haben sich das dann zunutze gemacht. Ne? Und die sind dann auch, das war nicht zu ihrem Vorteil. Ne? Die Vandalen sind untergegangen, die Goten sind untergegangen. Also die Völkerwanderungsvölker waren auch nicht gerade die glorreichsten, was genetische und kulturelle Kontinuität betrifft. So, klein dem Umfang, groß der Form nach, die Germania, hier war jemand am Werk, der beides mit Entschiedenheit war, Moralist und Ästhet. Gestochen die Sprache, Ausdruck, Mitteilung und Botschaft genau in und übereinander. Der Böll hat das verstanden. Aktuell auch diese 35 Druckseiten, die man nicht ohne Anmerkungen lesen sollte. Ja, das geht mir genauso. Die vieles erklären, manches Detail korrigieren. Was Machtpolitik ausmacht, wird in einem einzigen Satz so ausgedrückt. Zitat. Damit schließt er dann seinen Aufsatz ab. Heute lassen sie die Markomannen und Quaden sich auch Könige fremden Stammes gefallen. Amt und Macht dieser Könige beruht auf der Gunst Roms. Bisweilen werden sie durch Waffen gestützt, öfter nur durch unser Geld. Doch deshalb ist ihr Ansehen nicht geringer als bei der Waffenhilfe. Habt ihr dazu gehört? Was will denn Heinrich Böll mit diesem Aufsatz eigentlich sagen? Frage ich mich gerade. Kann man ja mal drüber nachdenken. Also ich habe da so meine Gedanken, ich weiß es nicht. Ich müsste mich mit Böll mehr beschäftigen, aber worin sieht er denn das Aktuelle in diesem? Das sieht doch nicht nur den Iran und Khomeini, was man natürlich genauso dabei betrachten kann. So, gibt es noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Jetzt habe ich alles gesagt. Ne? Cäsar, hier, was ist mit Ariovist? Also das habe ich doch gerade erst vor ein paar Tagen gelesen mit dem Ariovist. Das suche ich jetzt hier nicht raus, oder? Können wir nochmal. Na doch, hier, Ariovist. Naja, das sind lange Texte, das kann man jetzt nicht so schnell klären. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.